Und auch in der Funktion als Bundespräsident werde ich mich, möchte ich mich zuerst um die Österreicher kümmern. Das sind alles Themen, die Sie angesprochen haben, wo die Menschen wirklich große Sorgen haben. Also genau das, was die Österreicher betrifft und worunter sie leiden. Ich sage nur, dass wenn ich Präsident werde, dass ich mich genau mit diesen Themen beschäftigen werde. Nämlich die Themen, die ich auch im Bierzelt höre von den Menschen, worunter sie leiden. Ich will, dass sich die Menschen im Land wirklich sicher fühlen können. Vor allem die Frauen. Und es sind leider auch Menschen dabei, die vergewaltigen, erschlagen und so weiter. Das dürfen wir nicht zulassen. Dass bei uns Frauen vergewaltigt werden, erschlagen werden, das können wir nicht zulassen. Wenn noch mehr Frauen in Österreich vergewaltigt, erschlagen werden und die Kriminalität steigt, dann würde ich sagen, jetzt muss endlich etwas getan werden. Und wenn das nicht passiert, nach vielen Gesprächen, dann steht am Ende auch immer die Möglichkeit der Entlassung einer Regierung. Es geht dem Land nicht gut und da braucht es einen entschlossenen, verantwortungsbewussten Präsidenten. Bei allen Rankings, die es gibt, verliert Österreich an Position. Und da muss der Präsident sagen, bitte, wir müssen es besser machen. Es gibt ja nicht nur das Flüchtlingsthema, es gibt auch andere Themen. Und wenn es nicht funktioniert, muss er Schaden vom Land abwenden. Und ich sehe mich als Schutzherr für Österreich, der solch einen Schaden abwenden kann. Ich bin einer der wenigen, der ohne Maske in diesen Wahlkampf geht. Ich habe mir das erst angesehen, wie sich die Kandidaten verstellen. Ja. Und bei der Sonntagszeitung werfe ich immer den Betrag ein, der höher ist, wenn es ein ungerader Betrag ist. Ja. Haben Sie den Mitgliedsbeitrag nicht bezahlt? Das ist eine Schande. Weil nämlich die kleinen Funktionäre der SPÖ brav den Beitrag bezahlen. Sie haben ihn nicht bezahlt. Sie sagen Gott behüte und glauben nicht an Gott. Das ist auch interessant. Damit will ich wieder aufzeigen, dass der Weg, den Sie gehen, kein geradliniger ist. Sie sind einfach nicht ehrlich. Er könnte. Sie sind nicht ehrlich. Sie auch nicht. Das ist immer Ihr Problem. Es ist immer das Sie Gegenteil. Haben gesagt, immer das Gegenteil. Ja. Zuerst sind Sie grün, dann sind Sie nicht grün. Dann sind Sie KPÖ, dann sind Sie SPÖ. Vergessen, den Mitgliedsbeitrag zu zahlen. Sie sagen, Ihre Meinung ist nicht mehrheitsfähig, drehen sich aber damit in Ihrer Meinung. Punkt. Mir ist es immer wichtig, ehrlich zu sein und eine klare Antwort zu geben. Ich halte auch immer zu meiner Meinung. Ich habe wirklich immer eine klare Linie vertreten. Eines wird Ihnen bei mir nicht gelingen. Ja? Das so darzustellen, als würde ich meine Meinung irgendwo ändern. Ehrlich sein, ich bin ein freiheitlicher Kandidat. Denn es ist ein ehrlicher Zugang. Und ich glaube, dass Sie Ihren Wahlkampf mit einer kleinen Unwahrheit begonnen haben, als Sie gesagt haben, Sie sind unabhängig. Haben den Wahlkampf mit einer Unwahrheit begonnen, das muss ich auch sagen. Oder zu sagen, ich bin ein unabhängiger Kandidat, ist das seriös? Das war doch die erste Unwahrheit, mit der Sie in diesen Wahlkampf gestartet sind. Nachdem die einzige Wahl, die ansteht, ist die Bundespräsidentenwahl. Werden Sie es machen? Ich persönlich strebe dieses Amt nicht an. Gut, das sagt Herr Bröll auch. Und ich strebe, ja, aber ich bin nicht der Herr Bröll. Also wenn ich sage, ich strebe es nicht an, dann ist das auch so. Ich habe meine Kandidatur nicht mit einer Lüge begonnen wie Sie.